Hallo liebe Rammstein-Fans, hier ist euer Voorhees 82 und jetzt haben wir wirklich alles durch meine Sammlung durchgeguckt, was es so gibt von mir, von den Anfängen bis wirklich jetzt zum Schluss. Und wie ich versprochen habe, gibt es ganz zum Schluss das Unboxing-Video von der Dildo-Edition von Liebe ist für alle da. Und ich hole die mal kurz fix her. Oh Gott, oh leck mich am Arsch. Ist das Ding ein Bombenteil, ist schwer, das Ding. Ja, ist ein Metallkoffer, ist denke ich auch aus Aluminium. Es ist wirklich, wirklich sauschweres Teil und absolut hochwertig verarbeitet. Ich werde jetzt auch mal aufstehen, denn dann ist es etwas einfacher. Und ich werde die Kamera nach unten machen. Und so schaut es nun aus. Hier, Rammstein ist hier komplett gebrägelt rausgestanzt. Also auch etwas verstaubt, auch schon ein bisschen. Und schaut absolut geil aus. Ja, an der Seite hier, jetzt geht es hier rum. Und da haben wir dann die andere Seite noch vom Koffer. Und jetzt hier hinten drauf steht noch groß Rammstein. Ist auch rausgestanzt. Hier haben wir eben dann die Scharniere, wo man aufmachen kann. Und wir drehen wieder zurück. Und dann machen wir jetzt hier mal die Scharniere auf. Und klappen das jetzt hier mal nach oben. Und das hier mal nach unten. So. Und dann haben wir hier oben schon mal ein... Ich tue wieder oben stellen. Achtung. So, hier oben haben wir jetzt schon mal was ganz Cooles. Nämlich hier haben wir nämlich Rammstein in Glas. Schaut aus wie Glas zumindest, reingemacht, ist reingeklebt. Hier ist natürlich alles von Vlies. Also schaut wirklich extrem saugeil aus, ohne Witz, ohne Witz. Und hier haben wir noch ein kleines Flyerchen mit dabei. Limited Deluxe Edition mit den 6 Dildos. Ob das jetzt natürlich die Dildo-Größe sind, natürlich auch von den ganzen Rammstein Leuten weiß ich jetzt nicht, ich kann es euch jetzt nicht vorstellen, denn da sind schon einige Hämmer dabei, natürlich auch ein paar kleine Winzlinge dabei. Die sind auch noch original eingepackt, also ich lasse auch eingepackt, denn wir sollen es alle benutzen, das ist klar. Okay, und jetzt hier unten haben wir erstmal hier unten noch ein Gleitgel dabei. Das schaut so aus. Mit Rammstein-Logo oben drauf. Und hier eben Gleitgel, Anwendung medizinisches Gleitgel. Schaut euch hier nochmal drauf. Dann haben wir hier einmal dann ein paar Handschellen. Die schauen so aus. Also auch die sind wirklich extrem schwer und auch wirklich müssten, denke ich, auch funktionieren. Ich habe es ganz ehrlich nicht ausprobiert. Denn es ist halt doch eine Edition und die behalten trotzdem dasselbe. Also für diese Sache haben wir auch andere Sachen noch dafür. Und hier natürlich noch der Schlüssel noch. Und dann, mal gucken wir mal, wie wir es da reinkriegen. So. Und dann haben wir hier noch dann die normale CD noch, aber da wollte ich darauf hinweisen, hier ist eben dann die gekürzte Fassung dabei, entfernt nach Zensur durch die Behörden der Bundesrepublik Deutschland, steht hier vorne drauf. Deswegen ist das Ding auch noch komplett eingepackt, also hier ist wirklich nur die gekürzte Fassung dabei, sehr schade. Aber egal, man hat ja auch die normale Version auch mit dabei. So, und jetzt möchte ich euch gerne mal so ein Dildo mal rausholen. Und nehmen wir einfach mal den hier. So schaut der eine aus. Also die Klöten hängen ja auch mit dran. Ne? Also wirklich sehr cool mit Saugnapf zum Festmachen. Also an alles wurde hier gedacht. Und dann den hier haben wir auch noch. Ich finde einfach die Edition einfach nur total geil. Echt. Einfach nur geil. Und dann das kleine, aber dafür sind die Klöten ganz groß. Auch sehr schick. Schick, fick. Und dann haben wir hier den riesen Oschi. Also für jede Person was dabei, für jeden Spaß. Hier mit sogar noch mit Noppen darum. Also wirklich für jede bisschen. Also gut, aber. Dann haben wir hier noch diesen Dildo. Auch sehr schön, aber ohne Klöten dran. Sehr schade. Und dann noch the Big One. Der schaut so aus. Wirklich ein Oschi-Teil.
Und wirklich, ja, hier der Schaft auch sehr schick. Sind alles so rosa gefärbt. Und ja, natürlich haben die alle was. So, ich baue es wieder rein, da wo sie hingehören. Oh nein, 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 nein. So. Und so schaut der Koffer aus. Und absolut geiles Teil. Also natürlich ist natürlich schon sehr provokant, die Edition. Was das Ding limitiert ist, keine Ahnung, ist steht nirgendwo drauf. Wir schließen jetzt wieder das Teil. Und zwar hier und da. Und ja, gut. Das war jetzt die Dildo-Edition von Rammstein von Liebe ist für alle da. Und ich kann euch wirklich nur sagen, ein absolut geiles Teil. Und wirklich jeder, der sowas sucht in der Sammlung, ist dieses Ding wirklich echt ein Hingucker, schlecht für jeden Rammstein-Fans. Ein Must-Have, sage ich jetzt mal, wirklich ein Must-Have. Und ich finde es einfach nur geil, wirklich nur geil. Und ja, das war's nun von meinen ganzen Rammstein-Videos, von meiner kompletten Sammlung von Rammstein. Natürlich habe ich noch ein paar Posts und natürlich auch noch ein paar Zeitungsartikel auch noch. Aber die habe ich jetzt gerade mal aufgeführt, weil es einfach dann zu viel wurde. Hier wirklich das ganze Wichtigste, was es so gegeben hat von mir. Ich hoffe, euch hat wirklich dieser kleine Einblick von meiner Rammstein-Sammlung gefallen. Lasst ein paar Kommentare da bei allen Videos, wenn ihr möchtet. Ihr müsst es nicht, einfach was angucken. Und ja, natürlich, die nächsten, was als nächstes rauskommt von Rammstein oder rausgekommen sind, gibt es natürlich auch Exklusivvideos, ist völlig logisch. Gibt es natürlich auch weiterhin. Und ja, das war es erstmal von der Rammstein Collection von mir. Ich hoffe, liebe Rammstein-Fans, ihr habt einen kleinen Einblick gut gefunden von mir. Und ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch viel Spaß mit meinen ganzen anderen Unboxing-Videos und anderen Videos von mir. Und ja, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Euer Fäusten80, tschüss mit Ü und piep.